Und willkommen zurück zu Tales of Symphonia. Und ja, im letzten Part haben wir das Balakruf-Mausoleum abgeschlossen und auch, ja, China besiegt, nachdem wir einmal gefailt haben. Und wir haben herausgefunden, was mit Colette los ist, denn sie kann nichts mehr spüren, nicht mehr schlafen und auch nicht mehr essen. Ja, ist wohl doch nicht so schön, ein Engel zu werden. Aber sehen wir einfach mal, was die Zeit bringt. Oh, du kleiner Ekelhafter. Obwohl, ich habe eigentlich wieder Lust, ein paar schwache Gegner zu hauen. Ich weiß gar nicht, hatten wir die dicke Raupe schon? Egal. Einfach scannen. So. Ah, schön. Bam. Und ja, jetzt müssen wir uns ein neues Ziel suchen. Ein Siegel wartet ja noch auf uns. Zumindest scheint es ein Siegel auf jeden Fall noch zu sein. Und ja, gucken wir einfach mal weiter. Ich will ja nicht zu viel verraten. Von daher, einfach weitergehen. Wie wir sehen, waren wir schon fast überall auf der Karte, nur, ja, weiter links noch nicht, auf dem großen, großen Kontinent. Und da können wir uns noch ein klein wenig umgucken. Hier, den Ritter hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Zack, oder den Soldaten. So, du kleiner Gladiator, denkst, hättest eine Chance. Bam. Ey, bist du denn verrückt? Was fällt dir ein, hier einfach zu blocken? Es geht doch nicht. Zack. Irgendwie habe ich immer im Gespür, dass die Gegner eigentlich schon hätten vorher tot sein müssen. Egal. Ja, wir hätten wieder eine Unison-Attacke, aber die heben uns noch auf für, ja, einen etwas härteren Kampf. Zack. Also für den Soldaten werde ich das jetzt nicht verschwenden. Ah ja, genau. Und Genus hatte Windblade noch gelernt, wo ich trainieren war. Und die Attacke ist mächtig stark. Wie man sieht. Jo, wo sind wir? Ach ja, genau hier. Nach Asgard brauchen wir vorerst nicht mehr. Da haben wir alles erledigt. Bis auf den Wunderkoch, aber ich möchte ihn jetzt nicht unbedingt suchen. Oh, dieser Kampf. So, zack, dann machen wir den Marienkäfer noch fertig. Und ja, wenn gleich nochmal ein Kampf kommt, dann werde ich den rausschneiden, weil das sind mir ansonsten zu viele Kämpfe. Und ich will in dem Part natürlich noch was schaffen. Zack, so. Eine Melone haben wir, schön. Und ich will endlich wieder auf nur ich reiten. Oh Mann. So, jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Ich glaube, da war das, wo ich kurz mal hin möchte. Und ja, dann werden wir auch wieder ein wenig was über die Story erfahren. So, nämlich gar, genau, dieser kleine Baum, der da steht. Oh, wie süß. Hau ab, du Gegner. So. Umaki-See oder Umaisi. Wobei, ich glaube, es wird eher Umaki ausgesprochen. Oh, was ist denn hier passiert? Wow, wir können schwimmen gehen. Wie hübsch. Verstehe, das ist also... Kratos, was ist? Nichts, ich dachte nur gerade, wie klar und rein die Luft hier ist. Jetzt, wo Sie es sagen, aber ich spüre eine geheimnisvolle Gegenwart. Ja, der Mana-Gehalt hier ist sehr hoch. Vielleicht ist hier etwas versteckt. Ich habe gerade verreckt gelesen. Ja, okay, hier können wir noch nichts machen, aber hier werden wir auf jeden Fall später nochmal zurückkommen. Ich dachte nur, wir hätten jetzt schon mal was darüber erfahren können, aber anscheinend war dem nicht so der Fall. Da fehlt uns wohl noch ein, ja, Event, was wir noch nicht getriggert haben. Und ich weiß auch schon welches. Eigentlich fehlen uns zwei Events. So, weg mal mit dir, du kleiner Gegner. Denn wir gehen jetzt nach Luin und wir gehen geradewegs drauf zu, wie man auf der Karte sieht. Es ist nämlich dieser kleine blaue Punkt, weil um die Stadt ist einfach ganz viel Wasser. Zack, und da sehen wir es auch schon am Horizont erscheinen. Schön. Wow, und ich denke, wir müssen auch nach Luin, storymäßig jetzt. Nein! Oh komm, die drei Marienkäfer, die machen wir schnell so fertig. Das ist jetzt wohl nicht mehr die Welt. Zack. Und dich auch noch. Bies! Zersplatternd. Ey, den wollte ich kaputt machen. Du Egoist, Kratos. So. Ja, 50 Erfahrungspunkte, das ist mittlerweile gar nichts mehr. Gut, dann gehen wir endlich nach Luin. Yay! Das ist... schrecklich.
Stadt der Zerstörung, Luin. Mir ist gerade wieder eingefallen, warum ich das Spiel normalerweise andersherum spiele und Palma Costa als letztes besuche. Weil dann wäre die Stadt noch ganz. Na toll. Na tolle Kackwurst, was ist das? Ja, super. Toll, ich wollte hier einkaufen gehen. Mann. Alles Schrott. Jetzt habe ich schlechte Laune. Oh Mann. Naja, halb so wild, oder? Ich verwechsel gerade auch vieles mit... Egal. Egal, egal, egal. Wir lassen uns einfach auf ihn zukommen. Da ist wieder China. What happened? You're badly wounded. Oh, it's you guys. If you want to finish me off, now's your chance. Wir haben dich schon zweimal besiegt. Das reicht uns. I don't have any strength left to fight. You're hurt badly. Professor, please. Heal her. I will. But first, I want you to tell me what happened here. It seems she has companions, and this may just be a trap to catch us off guard. Professor! You're as devious as you look. Call me what you like. Take a look at this city. Everything's in ruin. The Desaians invaded. What? Do you know about the human ranch northeast of here? The people of this city had been hiding some folks who escaped from the ranch. The Desaians found out about it. And not only was the entire population forced to go to the ranch, but the city was destroyed. So, how were you injured? It's nothing. I was just a little clumsy. Help me! Oh, ein Priester. That's... It's Clara. She managed to get all the way here. Stay back, you monster! Damn it! Clara, please, calm down. Are you okay? Yes. She's lost a lot of blood. You're right. Professor, please heal her. Professor, please. Fine. But I swear, you're all way too soft-hearted for your own good. Why did you save me? Probably for the same reason you saved that man. Thanks. I know it's a selfish, unreasonable thing to say at this point, but, I have a favor to ask of you. A favor? I owe the people of this city for food and lodging. Please, help me save these people. If you agree, I'll declare a truce with you and help in any way I can. Ja, ich würde sagen, da sagen wir doch okay, oder? Also. Alright. Lloyd, are you serious? Ja, klar. I agree with Lloyd. Colette, not you too. What about you? I see no problem with it. I'm sorry, Rain. Fine. Do as you wish. I suppose if we look at it another way, it does mean we can keep a close eye on her. You better watch out, so you don't lose your head while you sleep. Und ja, China hat sich der Gruppe angeschlossen. Wer hätte das gedacht? Luins Tragödie. Diese Stadt ist genau wie Iselia. Nein, es ist schlimmer. Die meisten Bewohner wurden getötet, die überlebt haben, wurden zur Menschenfarm gebracht. Ja, wir sollten wenigstens die Überlebenden retten.
Dafür werden die Designs bezahlen. Diese ekelhaften Stümper. Hä, was war das für ein Geräusch? Naja, egal. Wir reden erstmal den Priester hier an. Oh ja, ich bin wirklich dankbar. Ich habe nicht erwartet, dass ich angegriffen werde. Ey, du hast den Schlüssel! Anscheinend hat mir das Monster den Schlüssel zum Turm des Mannes gestohlen. Was soll ich tun? Nein, das Monster hat den Schlüssel! Beziehungsweise Clara. Wo ist Clara? Leute! Die werden wir irgendwann schon mal wieder treffen, glaube ich. Aber ich würde erstmal sagen, ciao, Colette! Wir nehmen China mit ins Team. Und ja. Und dann laufen wir einfach mal mit China auch ein wenig rum. Sie ist ja neu, also darf sie sich hier ein klein wenig umgucken. China Fujibayashi! Und ich bin, glaube ich, gerade ein klein wenig ratlos, was wir denn machen sollen. Aber ich würde sagen, gehen wir einfach mal los, denn eine ungefähre Ahnung habe ich doch noch, was wir machen müssen. Aber ja, China ist im Team, schön. Und im Prinzip kämpft sie mit Karten. Ich kann es dir mal kurz zeigen. Ausrüsten, China, sie kämpft hier. Eine Karte mit dem Bild eines Vogels, wasserfest. Standardmäßig kennt man, also ich kenne das jetzt einzig und allein aus Sailor Moon, da diese Bann-Sticker, die man werfen kann und dann, ja, verbannen die böse Geister. Irgendwie sowas in der Art wird das schon sein. Und gehen wir erstmal hier hin. Und jetzt können wir auch China im Kampf sehen. So, wunderbar. Ja, sie ist eine Nahkämpferin auf jeden Fall auch. Unter anderem. Und ja, mehr will ich noch nicht dazu verraten. Seht einfach selber. Aber sie bereichert das Team auf jeden Fall optisch gesehen schon mal. Und ja, von daher ist doch alles in Butter. Asgard Farm. Ich meine, ich weiß jetzt, wo Clara ist, aber ja, gehen wir erstmal hier rein, weil die Designs haben natürlich Luin angegriffen. Diese ekelhaften. Ich wollte da noch einkaufen. Überall sind Wachen. Es ist völlig anders als das letzte Mal. Ja, auch wenn wir hineingelangen. Dort ist ein Durchgang. Professor, ich wette, Sie denken das gleiche wie ich. Was? Was werden wir tun? Wir tarnen uns als Designs und schleichen uns hinein. Die Gehirnzellen in deinem Kopf scheinen in solchen Situationen ziemlich gut zu funktionieren. Was soll das denn bitte heißen? Oh, ich verstehe. Wenn wir wie Designs aussehen, werden wir nicht angegriffen. Nun, das ist ein ziemlich mutiger Plan, Rain. Ich glaube auch nicht, dass er der beste Plan ist, aber wir haben wir eine andere Wahl? Die Patrouille der Designs ist da. Was sollen wir tun? Lasst uns loslegen. Yay! Yeah. Wir sollten uns hinter den Bäumen verstecken und ihn auflauern. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr lesen. Was ist denn los? Ui, weibliche Designs. Beeilen wir uns und bringen es hinter uns. Gut, dann scannen wir die direkt mal. Die haben wir nämlich noch nicht, die Speerkämpferin. So, wie schon down. Wollt ihr mich denn reinlegen? Ey, drei Schläge und der ist tot. So, den haben wir glaube ich auch noch nicht, weil das ist ein anderer. Der ist ja nicht mehr lila. Ey, wie schwach sind die denn bitteschön? Du sagst es, Kratos. Ja, hätten wir das auch schon erledigt. Lasst uns zuerst nach Luin zurückkehren. Wir wissen nicht, wann der Feind uns aufspürt. Ja, Sie haben recht. Ist ja auch Rain. Wir können endlich in die Farm eindringen. Moment, wir müssen noch entscheiden, wer von uns der Design sein soll. Wie meinen Sie das, Professor? Nur eine der erbeuteten Designs-Uniformen kann noch verwendet werden. Alle anderen müssen also Gefangene spielen. Ich will der Design sein. Das hier ist kein Spiel. Hey, Professor, das ist unfair. Was heißt hier unfair? So wirkt es am natürlichsten. Außerdem ist das eine Uniform für Frauen, die könntest du gar nicht tragen. Ach, wenn du wüsstest, ich glaube, Lloyd kann alles tragen. Und wieso hast du auch Designklamotten?
Ich hatte geplant, allein in die Farm einzudringen. Na los, gehen wir. Yeah! Oh mein Gott, Leute, so viele Stimmen, das ist... Confusing! Stopp! Wir haben es geschafft. Was geschafft? Wir haben den gesuchten Verbrecher gefunden, Lloyd Irwin. Wie bitte? Gute Arbeit, und ihr habt ihn sogar lebend erwischt. Ich möchte ihn unverzüglich den 5 Großfürsten übergeben. Lasst mich durch. Verstanden, geht rein. Oh, die sind so doof, ey. Echt doll. Ihr Trottel! Und ja, ich würde sagen, wir sind jetzt hier drin. Aber hier beende ich erstmal den Part. Und im nächsten Part schauen wir uns dann ein klein wenig weiter hier in der Menschenfarm um. Was es hier denn so alles gibt. Oh, da sind Gefangene. Wir werden euch retten. Aber nicht jetzt. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!